Hallo Käsebrotfreund. Hey, Tümsche. Na, alter Krieger. Jo, genau so sieht's aus. Was hat sich getan seit dem letzten Mal, Käse? Du hast hier dich ein bisschen irgendwie innenarchitektonisch Versündigt, ja. versündigt, versucht, ja? Naja, halt mal ein bisschen angefangen, Bisschen irgendwas zu Farbe ins machen. Spiel zu bringen irgendwie Ne. hier. Genau, ob das so bleibt oder nicht, keine Ahnung. Werden wir sehen, könnt euch ja uns ja sagen, ob es euch gefällt oder nicht. Ich finde es eigentlich ganz, ganz hübsch. Hast du schön gemacht, Käse. So Ja, eine ja. schöne Sitz-Lounge-Ecke, während die Maschinen für uns arbeiten und wir hier flezend auf dem Sofa lümmeln irgendwie so. Ja, das ist doch wunderbar. Genau, und unseren Kühen beim Kacken zuschauen, ja. So Genau. sieht's aus. Ja, Okay. die sind irgendwie auch dabei, sich fleißig hier, hoffe ich zumindest, zu vermehren oder was oder wie? Also die Kühe haben nun keine Nachwuchsschwierigkeiten. Die Hühner Nee. sind auch schon gut am Start. Ja. Die Eigentlich Schweine ist alles gut auch. am Start, hä? Ja. Oh yeah. Nur hier scheinen die Karotten ein wenig Hey, Eier. Pflanzprobleme zu haben. Warum denn bloß? Warum denn Warum bloß? denn bloß? Ah, oh, Mensch, hier werden schon die ersten Hühner geschlachtet. Ui, ui, Fressen ui. die Schweine zu viele von den Dingern oder was? Ha? Was? Werden die hier zu stark versorgt, die Schweinepriester? Oder vielleicht wachsen auch die Karotten einfach zu? Vielleicht. Oh, shit. Was? Ich habe Hast die du? Karotten rausgenommen. Hast du zufällig eine Karotte, Käse? Ich gehe schnell eine holen. Warte, ich hole eine. So, bin Ach schon so, da. du. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ach Ja. so, nee. Oder? Ja. Was denn? Was Stimmt denn? doch, oder? Was haben wir jetzt uns ge Überlegt? ja, genau, was wir heute so machen wollen, Naja, wir heute. haben uns überlegt, oder ja, man kann schon sagen, wir haben uns überlegt, ja. Ja. Also kann man schon so sagen. Wir haben uns Ja. überlegt, wir wollen irgendwie jetzt mal ein bisschen stärker in Applied Energetics einsteigen und unser Storage-System noch weiter aufbohren. Ja, und das Problem dabei ist, dass wir da immense Mengen Energie brauchen, ja, und Nether Quartz, ja. Oh je. Das heißt, wir müssen in den Nether Quartz uns besorgen, um Oh diese je. Maschinen herstellen zu können für Applied Energetics, Oh ja. je. Das ist ein geiles Storage-System. Und dann dachten wir uns, eigentlich wollen wir ja nicht gerne ökologische Energie herstellen, Nee. aber im Rahmen der Diskussion um Verspargelung der Landschaft dachten wir uns, wir könnten eigentlich trotz allem unsere Landschaft auch ein bisschen verspargeln. Ja, nur so aus optischen Gründen quasi. Und dann hat es noch den Nebeneffekt, dass wir ein bisschen Energie bekommen, ne? Ja. Ja. Und wir hatten überlegt, vielleicht irgendwie da drüben auf die andere Seite, weißt du, so schön weit weg, wo es uns nicht stört, aber Ja. irgendwie, was weiß ich, alle Leute, die dahinter wohnen, die kriegen dann immer so einen Rotorenschlagschatten in ihre Küche geballert irgendwie und Brummgeräusche, die irgendwie Kopfschmerzen verursachen und sowas Genau, irgendwie die haben dann so. Schlafstörungen wegen irgendwelchen niederfrequenten Geräuschpegeln. Schall und so. Genau. Ja. Cool, ja. Ja. Ne? Und ja, wir müssen auf jeden Fall in den Nether und darum dachte ich, ich mache mir mal ein Stahlschwert. Ja? Ein Stahlschwert. Ein Ha, du Stahlschwert. alter Lump. Haben wir noch Stahl? Ah jo, siehst du Ich mal. weiß Wap, nicht. wap. Haben wir nicht auch irgendwie jede Menge, nee, was, Enriched Alloy, Advanced Alloy, irgend so ein Alloy-Gelump, aber doch jede Menge gebraucht auch, oder? Ja. Gerne, dann kann ich doch da schon mal, das war doch nämlich einfach nur Redstone und Eisen. Weißt du, Genau, einfach Redstone und Eisen und dann können wir da Enriched Alloy jede Menge Enriched herstellen. Alloy, genau, und dann, das haben wir, also brauchen wir für, haben wir ja für die Solarzellen gebraucht. Wie geht's Solarzellen? Ja, Wir sind so ätzend. Ökotypen, Ja. Alter. Haben wir für die Solarzellen gebraucht und brauchen wir aber auch für die Windräder. Genau. Genau. Also ich Also zeige hau ich den Clipper da schon mal rein. Windwheel. Also da brauchen wir hier wieder Enriched Alloy, dann jede Menge wieder von diesen Energy Tablets und Kram und Oh Krums. Gott, die Energy Ja. Tablets. Oh ja, die waren ein bisschen funselig, gell? So, warte mal, ich muss mal kurz mein Telefon leise machen. Mach das doch mal, ja. Mach doch ruhig mal. Stört ja keinen. Ja, Windräder, ne? So, So, Tablets. Windräder, da sind sie. Ja. Und dann für diese ME-Controller und Access-Terminals, das ist alles dieses Storage-System, ja. Da brauchen wir auch jede Menge Scheiß. Da brauchen wir nämlich so Fluix-Kristalle, ja. Ui, ui, Und dafür ui. braucht man halt Certus-Quartz und Nether-Quartz und Jo. Redstone und jede Menge so ein Kram braucht man da irgendwie Jede so. Menge so ein Ja, Kram. und so Leitungen. Wir können gleich auch mal gucken, was diese Leitungen irgendwie, was denn, was man da noch irgendwie, da zum Beispiel Blue, was wollen wir denn? Black, Blue,
White. Achso, die haben nur eine Farbe, damit sie nicht connecten, die Dinger dann im Fall, wenn sie nebeneinander liegen, oder? Ja, oder damit sie schön aussehen. Jo. Das ist das normale ME-Cable. Wo ist es denn? Das normale ME-Cable. Dark. Bin ich jetzt ein bisschen... Dark-Cable? Das klingt ja ganz schön... Dark. Klingt super, ja. Siehst du irgendwo das Original? Blue... Oh, Black, Hilfe. White, Precision Cable. Nee, keine Ahnung, Timpel. Ah, da, ME Cable. Ja, da brauchen wir auch Fluix Dust und Glas. Ja, also wir brauchen jede Menge Nether Quartz. Ja. Weil von den Kabeln brauchen wir auch einen Haufen. Also Nether Quartz muss erstmal unsere nächste Mission auch mit sein. Fluix Dust. Ah, ja, das haben wir doch aber. Ich glaube, das haben wir schon mal hergestellt. Kann das sein? Ich glaube irgendwie. Oder vielleicht mir, auch nicht. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich mir auch nicht. Darum würde ich sagen, nicht lange rumgepimmelt, sondern direkt volle Lotte. Was ist eigentlich hier? Haben wir eigentlich mal hier das Ganze irgendwie irgendwann mal an Strom angeschlossen? What? Hier? Was dann? Naja, hier diese Pumpe hier, diese unterirdische. Nee, ich glaube, haben wir nicht. Ich glaube, haben wir echt nicht. Nee, da ist noch irgendein Gelump dran. Ja, das müssen wir auch mal machen bei Gelegenheit. Ja, jetzt aber jetzt langsam Piano-Freundchen. Ich brauche noch ein bisschen Holz, wobei das können wir uns eigentlich unterwegs noch geschwind schlagen, das Holz. Ich habe noch ein bisschen Holz. Spritze habe ich. Ah ja, Spritze, okay. Ja, ja. Wie sieht's denn bei dir schon wieder aus? Hilfe, ach, chaotisch. Hilfe. Ah ja, krass. Ich kann hier mal ein bisschen was von dem Kram machen. Von deinen ganzen Kabeln jetzt mal alles wegschmeißen. Ja, ja. Da. Weg mit dem Glumpatsch. Alles klar. Achso, und genau noch was. Wir haben nämlich... die Power Armor jetzt doch auch mal ein bisschen Armor aufgebohrt, gell? Ja. Also, weil sonst ist es halt einfach, das nervt halt so ein bisschen, die ist zwar sau cool, aber dadurch, dass, also wenn man da keine Armor installiert, irgendwie Energy Shield, genau. Das sind die besten und die ziehen halt Energie, die sind dafür nicht so schwer wie, was hatten wir vorher, irgendwie noch was anderes, irgendwie Stahl oder Diamant sogar, Diamantenplatten drin, aber ja. Dann wird der Anzug so sau schwer und man ist dann so... Da kannst du, also super da, lame. Ja, da läufst du rückwärts schneller, wie man fliegt irgendwie. Das ist halt einfach bekloppt irgendwie. Das ja. Ist für das Ganze dann ad absurdum, denn wir haben es ja eigentlich wegen der Fortbewegung ursprünglich uns an den Start gebracht, nicht wahr? Das stimmt. Und auf jeden Fall, wie man jetzt schon sieht, haben wir ordentlich Armor, ne? Fehlt nur ein Purple unten. Ja. Ne? Sieht also, schon mal ganz gut aus. Genau. Pickel habe ich auch dabei. Ein Pickel? Ja. Ja, der ist sogar noch halb kaputt, Mensch. Ja, ja, der geht noch super. Also dann gucken wir doch mal, ob wir irgendwo diesen blöden Quarz finden. Explodiert er eigentlich auch? Nee, ich glaube, der explodiert nicht, nee. Ach, da... Ui, huppa, luppa. Rummelt und meckert es schon. So, hier haben wir doch schon den ersten. Mensch, das ist ja eine super Sache. Geht direkt los. Pickel, pickel, pickel. Okay, hallo. Oder hast du vielleicht möglicherweise mal wieder Mobs ausgeschalten, du Timchen? Nee, da unten sehe ich sie doch umgeistern. Ja, ihr Schweinchen, ihr Alten. Ich glaube nicht, dass ich sie ausgeschaltet habe. Nee, da unten sehe ich sie. Achso, okay. Ich habe sie auch schon gehört. Oh! Wer grunzt hier, welche alte Sau? Oh, da oben fliegt es ganz gewaltig durch die Gegend. Ja. Naja, aber jetzt können wir ja hier fliegen. Das war ja beim letzten Mal, konnten wir das ja noch gar nicht, ne? Richtig, ja. Das heißt, wir können es hier total krass rumpesen. Ja. Vielleicht wäre so ein Waypoint eigentlich ganz praktisch, gell? Stimmt. Setz doch mal einen. Könnte man sich theoretisch einen... Bums voller Rahmen, wer explodiert hier? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Irgendein Freak, würde ich sagen. Irgendein verrückter Hund. Oh, zweite Etage. Queek. Schon wieder. Ich mag den Nether irgendwie nicht. Ja, ich weiß, hast du mir schon 100 Mal mehrfach mitgeteilt, aber jetzt weiß es auch der Rest. Tim, du magst den Nether nicht. Mir ist ja eigentlich relativ Wurst, ne? Also ich finde... Wie setzt man denn nochmal einen Waypoint? In der Mitte unten Waypoints add. Und dann... Gib mir meinen Namen. Exit. Gate, nenn ich's. Okay. Gut, vielen Dank. Der ist ja schon. Schubs, jups. Direkt vor meiner Nase kehren. Uah. Alter, Bums. Was geht denn hier ab? Ey, mal auf hier, du Vogel. Alter, was ist denn das für ein... Hast du ihn abgeschossen? Nee, das... Ja. Oh, ich habe, glaube ich, aus Versehen den Falschen gehauen. Ja, jetzt, ich habe ihn getroffen. Mensch. Und kriege ich hier vielleicht so ein Gasttier? Oh ja, ich habe eine Gasttier, Mensch. Und weißt du was, Timsche? Ah? Ich habe, glaube ich, noch nie eine Gasttier bekommen. Ernsthaft, noch nie. Echt? Das ist meine allererste Gasttier. Ich habe ein bisschen Schießpulver bekommen. Scheißpulver? Scheißpulver, ja. Wo bist denn du jetzt, sag mal? Auf dem Dach hier. Auf dem Dach. Ja. Wo bist denn du, Käse? Ich bin hier total nach unten gepurzelt. Drüben. Vor Schreck? Nö, vor Schreck eigentlich nicht. Nö, ich wollte halt die Gasttier einsammeln.
So. Oder halt gucken, ob er eine gedroppt hat. Ich weiß nicht, ob die immer... Sollen wir nicht gleich noch ein bisschen droppen. Glowstone mitnehmen, Käse? Ja, das können wir auch machen, ja. Voll. So, ne? Das können wir eigentlich auch voll machen, ja. Dachte ich mir doch auch irgendwie so. Total, Tim Schell, total. Boah, ist irgendwie dunkel hier, oder? Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich hier, weiß nicht, Meterdunkel. Video-Settings. Ach Mensch, auf Moody. Kein Wunder, ich glaube, ich habe deine Brightness-Settings. Oh, jetzt, sieh mal an, da haben wir ja direkt was. Die waren. Wo ist denn Moody? Options, Video-Settings, Brightness, da kannst du mal hochziehen. Dann sieht man ja, was. Du hast natürlich recht. Mensch, Tim Schell. Das hat sich irgendwann mal zurückgestellt. Von allein. Die alte Sau. Ja, kein Wunder, dass es hier im Nether immer so dunkel ist bei uns. Dass da niemand was sieht, ja. Kein Wunder nicht, okay. Ha. Ha? Hu? Ha? Mir wird ein bisschen schummrig. Schwummerig und schummerig, das ist nicht gut. Lauter Nether abbauen. Das ist vielleicht unser... Warte mal. Upa! Sekunde. Was dann? Ah, ich hab's natürlich in die Lava geschmissen, ich Fuchs. So. Ich glaub, unser, oh mein Gott, unser Ton war noch ein bisschen laut. Meinst du, dass der im Hintergrund so ein bisschen vor sich hingetönt eventuell, hat? Eventuell, ja. Weil wir haben hier keine Kopfhörer, sondern über Lautsprecher und dann hört man das im Fall. Wegen der Atmosphäre. Und so, ja. Wo bist denn du? Ich bin hier oberhalb von unserem Ding und sammle fleißig weiter Nether Quartz. Okay, cool. Ich bin irgendwo anders. Sammelst du auch Nether Quartz? Ja, das mache ich natürlich auch, ja. Okay, sehr gut. Ich habe sogar 40 Glowstone Dust. Geil. Coole Sache. Ribimmel. Boah, hier gibt's voll Flinger, viel. Flinger. Ich bin voll auf die Riesenader gestoßen hier. Von selbigem Netherquarz. Ein Netherquarzader. Okay. Nee, das ist also bis jetzt sehr erfolgreich, muss ich sagen. Wir sind noch gar nicht gestorben. Wir sind noch nicht mal angegriffen worden, ja. Ich habe einen Ghast erledigt, alter Schwede. Ja, ich sogar auch. Aber eine lumpige Träne dafür bekommen. Was macht man mit denen? Irgendeine dumme Potion. So. Oder? Bestimmt, ja. So. Bestimmt. Im Zweifelsfall irgendeine Potion. Auch kein Mensch, gell? Nee. Soll ich auch noch so... Nee, das brauchen wir eigentlich nicht, oder? Was? Erze? Erze? Brauchen wir Erze irgendwelche? Ja, habe ich auch überlegt, ob wir noch ein bisschen was abbauen sollen. Aber im Ende ist eigentlich Quatsch, weil das zieht er ja dann nur, dann haben die Pigments wieder einen Hals irgendwie, weil wir deren prachtige Prachtschätze da klauen. Das macht uns nur das Leben schwer und inzwischen brauchen wir es ja auch nicht mehr. Ich meine, am Anfang war es ja wirklich nützlich, weil... wir hatten keine Mineralien und nichts hatten, ne? Genau, wegen des Goldes, weil Gold ja mit dem Minium Stone in Diamanten zu verwandeln waren und das dann sehr ergiebig war. Das war ja der Grund, warum wir eigentlich... Warum ich im Dings gestorben bin, meinst du? Mehrfach, ja, ja. Und ich bin verbrannt oder so, ne? Ja, du bist erst einmal gestorben von den Pigments, glaube ich, die haben mich umgebracht, ganz am Anfang, in der ersten Exkursion. Und in der zweiten sind wir beide gestorben, ja. Ah ja, ich habe so Nether Quartz eingesammelt, bin explodiert und in die Lava gefallen. Auf dem Nachhauseweg, ja. Genau, ach, das war Mensch, super. Das war toll. Wo bist du, Käse? Ja, ich bin jetzt extra hier auch hoch. Ich bin jetzt auch quasi... Ah, da, guck mal, hier drüben. Hallo. Ah, da bist du ja, Käse. Ja, hier drüben bin ich. Ich habe gedacht, ich komme auch mal hier hoch. Vielleicht finde ich dich ja irgendwo. Und siehe da. Da bin ich schon. Da ist er auch schon. Mensch, Timsche. Wahnsinn. Super Sache. Ja, cool. Also so Quartz mögen die anscheinend nicht so, die Pigment. Nö, das interessiert die nicht, wenn wir das mitnehmen. Hm, komisch. Naja, ist denen zu billig halt wahrscheinlich, weißt du. Ja, können die auf dem Weltmarkt nicht absetzen. Ja, richtig. Genau, so ein popliger Quartz. Ja, das interessiert mich der. Oder unten ist unser Shit, ihr erstes Portal. Das war halt auch ein scheiß Platz, gell? Ja, ja, gut, aber das weißt du ja vorher nicht, nee. Ne? Nee. Das war einfach auch unglücklich. Unglücklich war das, total unglücklich.